Applaus jetzt hier für den Maxime de Moro. So, er fliegt einen Gaui X7. Die Maschine, der auch Duncan Cossor letztes Jahr die Helimaster gewonnen hat. Top-Stellzahl hier, 2200 Umdrehten. Gefeuert mit 12S. Klassische 700 Klasse. Genau, also im Prinzip das, was er so jetzt setzt er an für den sogenannten Overspeed. Also da wird die Kopfdrehzahl jetzt hochgehen aus. Ja, 3,5 vielleicht, das ist ganz viel. Was für die Hand für den Dreck und das Abschalten. Das ist unglaublich, dass der Hüftgang sich so hält. Ja, jetzt ist wieder aerodynamisch. Vereinsfolge, ja. Also, wir sind nicht überlegt, auch wir können die Indik dann los. Das erfordert wirklich Übung, lange Übung. Und, ja, es geht wieder Fischungsfrage. Ja, also, was dem Fischung seit 6 Jahren gesprochen. Vorteil ist, dass der Dörfer letzte Mal ziemlich reingekommen ist, ein extra Angebot jetzt hier gemacht für alle, die noch sagen, wir möchten so eine Team haben. Der 17x13 Einstieg gratis dazu. Also es geht einmal mit 7000 und den kleinen Gehirnzähler bis gratis oben drauf. Auf die 2 Zeile 1. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch einmal mit 7 Bautasten draußen, mit 3 Bautasten bis gratis oben drauf. Auch das nur dieses Wochenende hier auf der Ausmesse. Irgendwie benutzen wir den Mais im Haus, ne? Ja, irgendwie haben sie gesagt, sie waren Mais umgetobt, aber da mussten sie aber zu gut sein, auf Mais holen, wenn wir dann ins Feld haben. Ich hatte gut erzählt, wie ich die Hände schütte. Rubi! Das ist die Hölle, wie lustig. Ich denke mal, jetzt setzt er entweder auf den Overspeed an oder zweite Rotation. Ja, das war eine Autorotation mit Rolle. Also, vielen Dank, Maxime! Riesenshow!